Scharfe Action. Nächster Boss. Magna Fürst. Testsubjekt der Zerstörung. Der Dungeon ist eigentlich ganz kurz. Lüge. Haut euch noch eine Suppe rein kurz vorher. So eine schöne Fischsuppe. Oder ein Spiegelei. Damit ihr gestärkt seid. Und dann geht's ran hier. Da sind die Meteore übrigens, die ich meinte. Haha! Asperia ist scharf, Zivanon ist scharf. Zivanon muss raus da! Oh oh, kannst du bitte scharf werden? Danke. Oh, ich hätte rausgemusst. Ups. Das Schaf muss nach außen übergeben werden. Okay, gecheckt. Dankeschön. Habt ihr gecheckt, ne? Also das Schaf immer bis zur roten Linie. Guckt kurz in meinen Stream. Wenn da ein Schaf ist, in der Linie, dann läuft das Schaf dahin. Ein anderer kommt von da, übernimmt das Schaf, geht dahin. Und dann kommt der letzte von außen, übernimmt da das Schaf. Das Schaf muss also ganz nach außen und alle anderen chillen auch außen. Und nicht in die Mitte gehen alle anderen, wenn das Schaf noch da ist. Sonst sterbt ihr. Wenn Schaf ist, stehen außen zwei Beschwörer, einen killen, da ist dann die Fläche zum Wegmachen. Sehr gut, Leute. Das heißt, wenn Schaf ist, kümmern sich drei Leute darum, das Schaf nach außen zu bringen. Und die anderen killen den Beschwörer. Wer kein Schaf ist, über die Ringe springen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, Leute. Das sollten wir hinkriegen. Das kriegen wir hin. Wenn das alles ist, kriegen wir das hin. Da ist Schaf. Ich komme mich holen. Hier ist Beschwörer. Lass den Beschwörer hier killen. Hier ist blaue Fläche. Sehr gut. Ja, guck mal, das lief doch super duper. Das war übel easy. Loser. Das war übel easy. Zivanon ist tot. Wie ist das passiert? Unser Healer ist tot. Kannst vergessen. Unser Healer ist tot. Ich sag, kannst vergessen. Ohne Healer unmöglich. Wer wird scharf? Okay. Wenn diese Ringe sind, müssen wir auf jeden Fall nach außen, Leute. Das war dumm. Und er ist wieder rein, wenn die Ringe vorbei sind. Okay, gecheckt. Er ist wieder rein, wenn die Ringe vorbei sind. Keiner. Ja, habe ich gesehen. Beim AOE hochhüpfen. Oh, das geht auch? Zweimal müssen beide Roten aktiviert werden. Zweimal müssen beide Roten aktiviert werden. Okay. Ich glaube, sobald die Ringe kommen, einfach nach außen rennen und schon mal die Dinger killen, ne? Wer hat denn das Schaf? Ey, nicht da drin stehen bleiben. Bei den Ringen niemals drin stehen bleiben. Erst wenn die Ringe weg sind, wieder rein. Sag ich. So, wo ist der dahin? Renn, Schäfchen, renn. So, da. Also, das war asozial. Das war wirklich asozial. Habt ihr es gesehen? Da hab ich gekillt. Ich komme nicht mehr weg. Wieso komme ich nicht weg? Lass mich raus. Junge, das war knapp. Nein, Simon, wieso bleibst du denn da drin stehen? Ich habe schon 10-mal gesagt, nicht da drin stehen bleiben, Mann. Wenn da die roten Kreise sind, nicht drin stehen bleiben. Erst wenn das wieder so aussieht. Den Typ nicht zu früh killen, der Kreis... Ah, krass, das kann auch passieren. Ich meine, das Schaf war eh nicht draußen. Aber ja, okay, gut zu wissen. Also erst wenn das Schaf da ist, den letzten Gnadenstoß geben. Ach, keiner wurde verzaubert. Asperia überlebt das einfach, das ist crazy. Man wird gar nicht immer in Dings verzaubert. Gecheckt. Den gesehen, man wird gar nicht immer in Dings verzaubert. Bei einer Phase ist scharf, bei der anderen ist einer gestunt und man muss außen die roten Flammen aktivieren, dass der wieder frei ist. Ah, okay, super, dankeschön. Das heißt, zweite Runde außen die Flammen aktivieren. Ich habe zwar keine Flammen gesehen, aber finden wir schon. So, wo ist jetzt hier Feuer? Das blaue hier? Nee. Das rote? Hier, rot. Haben wir. Alter, das muss man, das so schnell kann man das gar nicht schaffen. Jetzt aber for real. Da musst du ja sofort hinlaufen. Da musst du übel schnell sein. Zu spät, das war übel. Also muss man super schnell sein. Nicht zu früh killen, ne? Das Schaf holen. Ey, das gibt's nicht. Wie dumm. Wie kann das? Ja, komm, nimm das Schaf. Darf ich jetzt hier bitte raus? Bitte, 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 bitte. Jetzt ist Feuer angesagt, ne? Ey, ihr müsst so schnell zum Feuer rennen, Leute. Bitte schaff es, bitte schaff es, bitte schaff es. Oh mein Gott, du musst so schnell so viel Gas geben. Als nächstes kommt wieder Schaf, ne? Bereitet euch mal selig auf das Schaf vor.
Ey, hier ist jetzt nur Doppeltfläche. Bitte lass mich raus, bitte lass mich raus. Bitte lass mich hier raus aus dem Scheiß. Ich muss raus. Ich bin tot, ich komme nicht weg. Kill die. Ah, Junge. Nein, wir haben zwei verloren, das ist assi. Wir waren auch so gut dabei, Mann. 30% noch, das schaffen wir doch, oder? Als nächstes wieder das mit dem Feuer. Das kann man auch mit wenigen Leuten schaffen. Ansonsten lassen wir einen. Opfern wir einen. Ich bin fest. Ansonsten opfert mich. Das dauert zu lang. Oh, das ist so asozial. Ich bin draußen. Eine Millisekunde. Das ist assi. Guckt euch den Millimeter an. Ich bin draußen. Ey, das ist so assi. Ich war draußen. Zerstört, Erfolg. GG. Aber das war wirklich assi gerade. Ihr wart zu lahm. Aber wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Wir haben jetzt gebraucht 26 Minuten. Erstes ist Maus, falls eine Attacke, die ausweichen muss, sonst Big Damage und der Typhoon. Okay. Also, der verwandelt einen in eine Maus. Da muss man unter die Erde. Wenn man wieder hochkommt, nimmt man eine Blume. Wenn man Feuerschaden hat, nimmt man eine Blume. Wenn ein Typhoon kommt rein da und da macht er eine riesen Attacke, da muss man ausweichen. Sollte eigentlich machbar sein. Dungeon-mäßig sieht es mega cool aus, weil Dungeon ist schwer. Und der Boss an sich soll ultra einfach sein. Habe ich es richtig verstanden? Ja, ne? Ich finde auf jeden Fall die Insel hier mega. Oh mein Gott, wie cool sieht er denn aus? Oh, was jetzt? Maus! Einbuddeln! Eingebuddelt! Und wieder rausbuddeln. Komm raus. Und nimm. Lass mich, ich kann nicht laufen! Hä? Ich konnte nicht laufen! Wenn das Wasser brodelt, schnell rein. Und wenn du hochgeschleudert wirst, in die Fluggestalt gehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Es gibt hier aber viele Geysire. Da muss ich alle im Auge behalten dann. Das ist echt schwierig. Hä? Ich habe das gedrückt! Die Blume verwandelt dich zurück. Also war ich zu nah an der Blume. Okay, erste Mal geschafft, aber es ist echt nicht so, ist irgendwie hackelig. Einer ist gestorben. Der Olaf, der ist aber, glaube ich, echt ein Olaf. Er hier heißt Olaf. Das hier ist Olaf. Und das ist Olaf. Er hier ist Olaf. Kriegt das nicht so gut hin. Also, ich hab's jetzt auch zweimal verkackt, aber beim dritten Mal muss ich sitzen, Mann. Ah, es sind mehrere Typhoons da. Stehe. Ich bin so ein geiler Damage-Dealer, der noch andere Leute heilt. Mal eben so zwischendurch, wisst ihr? So für einen Fun. Okay, die Mechanik ist wirklich einfach, weil man die erstmal drauf hat. Aber diese Riesenattacke, die ihr meintet, die einen sofort killt, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Renn! Renn schneller! Digga, aber die Musik dann auch kommt, ey. Die macht richtig Angst. Aber in den Typhoon. Mach nochmal ein bisschen Mana für den Endsport. Bin sicher. Movement Lou wieder on Tour. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles wirklich richtig gut im Griff. Bin Profi, könnte man sagen. Und raus! Renn! Ja, ist immer so knapp, ey. Macht mir auch so Schiss, der Typ. GG. War echt nicht so schwer. Wenn du die Mechanics drauf hast, ist der wirklich nicht so schwer. Habt ihr recht. Tyrann Eisel. Leider nur was Gelbes, was Blaues bekommen. Aber der Weg dahin ist echt ass. Also der Weg dahin ist richtig weit.